Willkommen zum zweiten Tag des Judo Grand Slam in Antalya in der Türkei. Vor der Kulisse dieser schönen Stadt haben sich die Athleten auf einen weiteren spannenden Wettkampftag vorbereitet. Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Vizepräsidenten des Internationalen Judoverbands Laszlo Todt und dem Präsidenten des türkischen Judoverbandes Sezer Uysuz. Die türkischen Judo-Stars wurden mit einer besonderen Auszeichnung geehrt. In der Gewichtsklasse bis 63 Kilo gab es Gold für Korea, als Kim Ji-soo ihre Gegnerin in einem engen und taktischen Kampf besiegte. Ihr zweites Grand-Slam-Gold. Der Gouverneur von Antalya, Ulusi Shahin, überreichte die Medaillen. Bis 73 Kilo bekamen die Fans eine Wiederholung des Finales vom Grand Prix in Linz zu sehen. Gute Freunde vor und nach dem Kampf, aber das Ergebnis war das gleiche. Gold für Osmanow gegen Mamadaliev. Der Sportdirektor der Region Antalya, Yavuz Güran, überreichte die Medaillen. Ich fühle mich gut. Ich kämpfe mit meinem Freund. Aber es ist schwierig, Freund und Gegner zu sein. Sehr schwierig. Michaela Polleres, Welt- und Olympiamedaillengewinnerin, stand der 19-jährigen Thais Pina gegenüber, die mit dem Erreichen des Finales in der Gewichtsklasse bis 70 Kilo ihr Können unter Beweis stellte. Doch letztlich siegte die Erfahrung und Polleres holte sich mit zwei Vasa-Aris den Sieg. Eine weitere Goldmedaille für die Sammlung der Österreicherin. IJF-Hauptkampfrichter Direktor Kian Leong überreichte die Medaillen. Es fühlt sich großartig an und es hat mich an Linz erinnert, wo die ganzen österreichischen Kinder dabei waren, als ich sah, dass ich gewonnen hatte und dann auf dem großen Bildschirm sah, wie glücklich meine österreichischen Teamkollegen waren. Das war dann für mich umso schöner. In der Gewichtsklasse bis 81 Kilo gewann der Olympiasieger Takanori Nagase die Goldmedaille in taktischer Manier. Der Hauptkampfrichterdirektor der IJF Armen Bagdasarov überreichte die Medaillen. Die türkische Mannschaft zeigte in Antalya tolles Judo zur Freude der einheimischen Fans. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen war die Bronzemedaille für den türkischen Kämpfer Umal Demirel. Eine Inspiration für die jungen Judoka unter den Zuschauern. Seien Sie morgen mit dabei, wenn Antalya wieder Gastgeber für die besten Judo-Leistungen ist.